erstmal aufgebraucht werden muss. Ich träume von Man kann das ungefähr so sehen, wenn man jetzt, sagen wir mal, hier... Jetzt habe ich nur noch 7,8 Mana-Regeneration. Achso, das ist, glaube ich, der Standardwert, weil ich momentan keine Mana verbrauche. Set Ward in Base. Etwas Uraltes. Schon mal den Dragon kurz. Ich weiß nicht, ob ich den alleine schaffe. Ich werde es gleich ausprobieren. Recht doch, Rache. Ja, der stimmt. Habe ich meinen Eissturm beendet? Oh, wie perfekt ist der beendet gewesen. Gut, das war natürlich nicht so toll. Ich dachte, da komme ich jetzt noch raus, aber das war wohl falsch gedacht. Dann sind wir halt nicht rausgekommen. Dann verkaufe ich mal das hier jetzt und kaufe mir davon den immer noch nicht. Okay. 7 Mana Regeneration auf 5 Sekunden, 5 Lebens. 20 Abklingzeitverzögerung, 15 Mana Regeneration, 10. Aktiv. Ich glaube, das nehme ich mir momentan erstmal. Das bringt mir trotzdem eine ganze Menge Gold und kostet mich jetzt nicht so viel. Und das Gold ist auf jeden Fall wichtig, wenn ich auf den AP-Tank spiele dann. Weil da werde ich das Gold brauchen. 5 Tode bin ich momentan der drittschlechteste, mach natürlich keine Kills. Ah, ich gar nicht mehr hier. Und alle durch. Leite mich, Winterwind. Boah. Haha, ich bin ein Ahai. Habt euch so gedacht. Nice, und das ist die Akalinos drin, oder? Ist hier rausgesprungen. Ja, kill die was an, wenn ich in der Nähe bin, kriege ich nämlich Gold. So, da wollen wir mal ganz kurz hier einen Ward setzen und dann haue ich mir hier oben die Vasallen mal rein und die gerade alle sich holen wollen. Ja, klasse. Wie sie alle gieren. Dann haue ich mir halt kurz den hier rein. Du bist der Freund hier. So, schön leveln hier an den Dingern, weil ich merke gerade, ich bin jetzt auf einmal wieder Level an, unter den anderen. Also ich bin jetzt unter Level wieder. Okay, mein Farm ist auch der kleinste. Na gut, ich bin jetzt vorne gewesen. Ne? Ist ja alles kein Problem. Ich spiele halt, wie gesagt, zum zweiten Mal erst Anivia. Euer Team hat einen Turm zerstört. Ein Verbündeter wurde getötet. So. So. Also ich muss auf jeden Fall dann auf jeden Fall stark auf AP gehen, damit das noch was wird mit meiner Ulti, weil die muss dann natürlich auch Schaden machen. Mörde. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Boah. Da haben sie jetzt aber nochmal drauf gehauen, ey.
Ulala. Ich hätte das Stundenglas. Ich brauche den Stab. Gut, jetzt bin ich bei 180 Fähigkeitsstärke. Das ist natürlich gar nichts momentan. Ich brauche mehr Fähigkeitsstärke. Oh oh. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Noob! Noob! Oh mein Gott, Noob! Ja, stell dich da rein, genau. Bleib da drin stehen, genau, das ist sehr intelligent. Ja! Wirklich, ich habe noch nie etwas Intelligenteres gesehen, als sich in einen sterbenden Tower reinzustellen und auf die Gegner zu warten. Nee, 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 nicht hier. Freundchen, nicht hier. Nicht hier, Freundchen, nicht hier. Stirb. Nice. Damals ist aber ordentlich. Oh, hier hinten. Lasst uns aufsteigen. Hm, okay, da ist niemand mehr. Aber hier kommt was an. Und das werde ich verhindern müssen. So, den holen wir uns mal. Sehr schön. Leider haben wir jetzt halt einen Inhibitor verloren. Am Glück konnte ich den zweiten Tower retten. Und mir sogar noch einen Buff holen. Na wunderbar. So, dann hole ich mir jetzt hier den Stab des Zeitalters oder der Zeitalter. Und als nächstes hole ich mir Fähigkeitsstärke 50 Leben. Fähigkeitsstärke, das sieht gut aus. Also da brauche ich 3 von den Büchern, das ist ja nicht unbedingt schwer. Oder deswegen könnte man das hier auch holen. Brauchen wir eine Menge Bücher erstmal. Und da ist auch die Soraka, die gerade entkommen ist auf letzte Minute. Ich war hier runter. Ja, ich bin halt momentan 648. Es geht, es geht. Also ich im Vergleich also dafür, dass wir Gleichstand haben, halte ich mich recht wacker. Ein Verbündeter wurde getötet. Da unten kommt Farm. Und da sind sie gerade am Dragon. Komm doch her, komm doch her, komm doch her. Das schafft er nicht. Gute Nacht. Na kommt her. Wer hat noch nicht? Und da ist er down. Oh komm, schade, hat das überlebt. Also sein Schutzengel ist verbraucht. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt sehr befriedigend, aber das meiste, was ich gerade anrichten konnte noch. Ein Gegner ist nicht aufzuhalten. You are all useless. Yeah, Fiora, we are all useless. Und du bist die allerbeste. Woo! Ein hoher Fiora, die sich in gefallene Tower reinstellt und stirbt. Genau wie Pandemon. 2 gegen 4, ihr habt bestimmt eine Ober-Mega-Chance. Drei gegen vier, immer noch keine Chance. Jetzt bin ich wieder ein Level über den anderen. Raff ich nicht. Also gut, über Jinx meine ich. Ein Hin und Her hier. Wollen wir nochmal schauen, was wir hier noch ausrichten können. So, da hinten sehe ich gerade. Fahren wir mal hin.
Scheiße, nicht. So, der greift schon an, okay. Oh oh. Ein Gegner wurde getötet. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ein Verbündeter wurde getötet. Das konnte ich jetzt nicht mehr machen, das wäre mein Tod gewesen. Ein Gegner dominiert. Sie haben da eingesetzt, alles klar. Das heißt, ich kann da eventuell mein... Ah. Lol. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Bist du hier? Ich träume von vergangenen Zeitaltern. Dann hauen wir mal hier unten den Ward weg. Ah, und cool. Das war nicht das, was ich erreichen wollte, aber okay, gut. Das war's dann auch wieder mit mir. Und ich bin wieder hinten down. Jetzt sollte man es aber langsam zusammenreißen. 1,7 Alter später. Fähigkeitsstärke abklingen von 22% Zaubererbier. Ach, theoretisch müsste ich ja dann alles, was ich den abziehe, durch meinen Strudel zu mir zurückkriegen. Und das heißt, wenn ich meinen Strudel extrem aufbessere, kriege ich übelst viel Leben zu. Das, vor allem, wenn ich einen Strudel eine Menge, Leute. Das müsste ich mal Minions ausprobieren. Wie stark ich dann dazu gekommen. Wir kaufen erstmal die Schuhe wieder, das bringt eh nichts, weil die Schuhe, ich bin so langsam, ich erreiche dann trotzdem nur als so geringe Geschwindigkeiten, dass ich es wechseln sowieso vergessen kann, also von daher. So. Ich habe jetzt 280. Ich kämpfe natürlich gerade mit dem. Hm, alles da. Hallo. Oder nein! Lass mich! Ich kann keinen angreifen! Nein! Gut, das war... Also... Sagen wir es mal so, Anivia ist ein super 4 so mit. Ich denke mal, wenn jemand das 4 auch spielen kann, dann ist es bestimmt auch ziemlich gut oder kann ziemlich gut werden. Ich kann es nicht so gut momentan. Weiß nicht, wie man das jetzt richtig spielt, also ob man den wirklich komplett als Supporter spielt, wie es ja eigentlich gedacht ist. Oder ob man den dann wirklich vielleicht auf der Mitspiel, auf dem Top spielt. Obwohl... Obwohl ich glaube, dass... auf der Top nicht so den Schaden macht. Jetzt geht er an unsere Türme ran, das wird natürlich unschön jetzt gleich. Ja, das erste zum Down. Und das ist zweite zum Down. Ich werde nochmal reinrennen. Ich werde einfach nochmal reinrennen. Komm, renn nochmal rein. Oder auch nicht. Tja, das war's für diese Runde. Also wenn ich Anivia irgendwann nochmal spielen kann, so dass wirklich gewinne damit, dann gebe ich euch auf jeden Fall Bescheid und mache nochmal ein Let's Play neues. Ansonsten, wenn ihr Tipps zu Anivia habt oder Tricks oder so, was ich skillen soll, ihr habt ja meine Serie gesehen, auch wenn ich sie nicht erreicht habe. Sagt aber auch Bescheid, wenn ich ein bisschen passiver spielen soll mit Anivia, ein bisschen mehr auf Tank gehen soll, sagt Bescheid. Wenn ihr andere Gems sehen wollt, sagt Bescheid, sagt Bescheid, sagt Bescheid, sagt Bescheid. Und für diejenigen, die sich immer fragen, wann die nächsten Let's Plays kommen werden, ich bin dabei, aber ganz ehrlich, Leute, 150 Folgen Minecraft nachzustellen, also nicht direkt nachzustellen, aber die Gebäude halt so wieder hinzubauen, dann das Assassin's Creed Let's Play noch nachzustellen, was mir jetzt abgekackt ist schon wieder, weil ich was versucht habe, was wieder nicht geklappt hat, dann nebenbei noch für die Prüfung zu lernen, dann nebenbei noch zu arbeiten, dann nebenbei noch diese Let's Plays zu machen, das ist alles ein extremer Zeitaufwand. Und zwischendrin möchte ich natürlich auch ein bisschen Freizeit für mich haben. Es tut mir leid, also wenn ihr noch ein zweites Let's Play in der Zwischenzeit sehen wollt, da gibt es ja momentan eine kleine Diskussion oder so,
dann schreibt das unter das Video drunter. Das ist kein Problem damit. Dann mache ich halt zwischendurch ein anderes Let's Play, bis ich es geschafft habe. Aber bitte fragt nicht alle 2 Minuten nach, ob ich das schaffe. Ich kriege nämlich per PN sehr oft Nachrichten, ob ich das denn weitermachen würde. Es wird auf jeden Fall Minecraft und der Session Screen noch wieder geben. Also das wird nicht für immer beendet sein. Da könnt ihr euch sicher sein. Also adios und bis zum nächsten Mal. Tschüss.